Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute schauen wir auf 7 Wege, um Clash of Clans zu besiegen. Also es ist ein bisschen komisch formuliert. Im Endeffekt habe ich aber auch keine andere Formulierung gefunden. Das ist natürlich auch Ansichtssache und Auslegungssache, aber lasst mich euch doch mal zeigen, worum es überhaupt geht, was man denn darunter versteht. Also es gibt verschiedene Punkte in diesem Spiel, die du abarbeiten kannst, um etwas abzuschließen. Ich meine, im Endeffekt, um alles komplett durchzuspielen, musst du alle Punkte auf meiner Liste abarbeiten. Aber lasst es mich ruhig mal so nennen. 7 Wege, um Clash of Clans zu besiegen. Punkt Nummer 1, die Kobold-Mission. Ja, überall 3 Sterne holen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe sogar... Oh, lol. Oh, ja, ja, was ist da denn los? Oh, ja. Da ist ja noch was übrig, mein lieber Mann. Übrigens, die Folge heute ist die einzige an diesem Tage, weil ich ein neues Klo bekommen habe. Ja, ich klingt jetzt komisch, aber das ist etwas Gutes. Es ist alles fertig und deswegen kommt heute nur diese Folge. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Wir können ja mal drauf gucken. Kriege ich den Loot? Das ist die ganz große Frage. Der hat 4 Adler-Devs in der Mitte. Ich habe 70... Kobolde, warte mal, wir können das ein bisschen anders machen. Wir gucken mal drauf. Luftabwehr wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlau, das zu machen. Ich könnte echt Hox nehmen. Ich weiß es doch nicht. Oder wir nehmen eine Queen War, können wir auch nicht machen. Boah, ich muss mal echt überlegen. Wie habe ich das denn damals gemacht? Ich habe das ja sogar als Rathaus 11 gemacht. In der Komplettlösung habe ich das, glaube ich, als 11er oder 12er gemacht. Auf jeden Fall Punkt Nummer 1. Alle Einzelspielermissionen spielen, überall 3 Sterne. Aber ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt hier angehen soll. Was? Würde ich denn überall die Luftabwehr wegkriegen? Ja, das würde funktionieren. Warte mal. 2 Blitze, 4 Blitze. Ich probiere es mal. Dazu brauchen wir natürlich Truppen. Wir werden erst 2-mal angreifen müssen. Danach können wir das mal angehen. Ich möchte ja den Loot ganz gerne noch haben. Das ist so etwas, ne? Den Loot, den muss man mitnehmen. Da können wir aber ganz kurz schon mal Punkt Nummer 2 auf meiner Liste gucken. Die ominösen 2 Milliarden. Ich habe hier 1,239 und 1,279 Millionen gefarmt. Und wir gucken mal drauf. Wo ist er? Der hat nämlich kein Liga-Symbol, mein anderer Account. Weil ich ihn nicht spiele, weil er maxed ist. Nämlich, da sind die 2 Milliarden. Das ist eine Nummer, die jeder Clash of Clans Spieler irgendwann mal angehen sollte. Das ist einfach cool. Es wird auch nicht erhöht. Sie haben gesagt, nö, aktuell gibt es da keine Gedanken, das zu erhöhen. Aber wenn wir jetzt ja diesen Kollegen hier gerade schon mal einmal haben, können wir direkt mal Punkt 3 machen auf meiner Liste. Maxe dein Dorf. Und damit meine ich nicht mal alles komplett bei Rathaus 13 zu maxen. Nein, setze doch einfach ein bisschen, teilweise realistischere Ziele. Wenn du ein Rathaus 9er bist, dann maxe doch einfach dein Dorf komplett, bis du wirklich dann auf Rathaus 10 gehst. Wenn du ein Rathaus 8er bist, maxe doch ruhig auch alles, bis du dann auf Rathaus 9 gehst. So wie wir das jetzt ja hier sehen, alles gemaxt für Rathaus 13. Aber ich würde mal sagen, wir reden gleich noch weiter. Machen jetzt erstmal noch einen Angriff. Ich muss auch noch ein bisschen was sammeln an Punkten für die Saisonherausforderung. Kurzer Cut. Wir greifen gleich auf jeden Fall noch bei den Einzelspielern an. Ich habe ja noch einige Punkte auf meiner Liste. Ich streiche jetzt schon mal 1, 2 durch. Bis gleich. Okay, da kriegen wir kostengünstig schon mal zumindest ein bisschen was an Loot. Ich meine, er wird hier irgendwo fallen haben, oder? Da ist ein Tesla. Wir gucken einfach mal nach. Ich brauche ja nicht mal alle zu setzen. Ich möchte trotzdem ganz gerne das Rathaus auch noch haben, weil ich Sterne brauche. Und ich möchte den Liga-Bonus mitnehmen. Das kann auch nicht schaden. Ja. Das ist natürlich gut, dass er hier alles außen hat. Das bedeutet, unsere kleinen Kobolde... Oh, die sind gerade in der Tornadofalle gewesen. Oh, noch eine Riesenbombe. Das ist nicht gut. Aber wir haben ja Zeit. So, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz einen kleinen Trick machen. Und zwar, wir haben den Stern jetzt geholt. Aber für die Saisonherausforderung muss ich 6 Ballons setzen. Und ich muss auf jeden Fall auch 2 davon setzen. Egal, ob wir die jetzt benutzen oder nicht. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Denn... Das ist leider eine Voraussetzung für die Saisonherausforderung. Ich muss 2 Heilerinnen und 6 Ballons benutzen. Und damit das jetzt irgendwann mal fertig wird, damit ich meine Punkte bekomme... Okay, die Königin muss ich mal ganz schnell zünden. Warte, bevor es einschlägt. 3, 2, jetzt. So. Oh, der war natürlich gut. Plus nochmal 54.000 Bonus. Perfekt. Jetzt haben wir nur ganz viele Supermauerbrecher, ne?
8 Stück. Die werfe ich mal alle weg hier. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir für die Kobold-Mission? Warte mal, dann noch einen. Warte, haben wir jetzt alles? 300, alles klar. So, ich nehme... Nein. Okay, doch, gut. Gut Glück gehabt. Wir brauchen ganz viele Ballons. Gleich, ich würde mal sagen, wir nehmen fast nur Ballons mit. So, 50 Ballons. Zauber. Nehme ich mal auf jeden Fall einige davon mit. 6 Stück. So. Belagerungsmopeds haben wir auch noch. Klar, die habe ich nicht. Was machen wir mit dem Rest? Was machen wir? Sollen wir echt mal nur Loons probieren? Ich weiß nicht, das ist sehr gefährlich. Aber ich glaube, es könnte... Oh, warte mal. Nehmen wir mal noch einen Hund mit. Nehmen wir noch ruhig 3 Hunde mit. Für die Single Infernos nehmen wir 3 Hunde mit. So, ich bin mal echt gespannt, ob das funktioniert. Das wird sich dann zeigen. Okay, 3 Punkte haben wir schon mal auf meiner Liste. Und zwar, wenn ich jetzt meinen Zettel raushole. Kobold-Mission, 2 Milliarden Farmen, Dorf maxen und ein weiterer Punkt, alle Achievements holen. In meinem großen Account habe ich schon fast alle, aber es fehlen immer noch, glaube ich, 2 oder 3. Hier fehlen noch ein paar mehr. Das ist teilweise wirklich nervig. Also das Gewinnen der Mehrspielerkämpfe, okay, das geht noch halbwegs, dich erfolgreich gegen 5000 Angriffe zu verteidigen. Da müsste man eigentlich wirklich mal wieder ganz runtergehen. Wir können aber, wir gucken in meinem anderen Account. Da habe ich schon echt viel fertig, so, auch wenn ich den ja gar nicht mehr spiele. Und trotzdem ist da relativ viel fertig, weil jetzt ja irgendwann, es kommt ja irgendwann auch nichts mehr dazu. 10.000 Punkte in Clanspielen, das ist noch etwas, was ich noch machen kann. 10.000 Zauberspenden ist auch noch was. Boah, dann habe ich das schon mal weg. Dann fehlt nur noch Streukatapult. Oh mein Gott, dann haben wir alles. Dann haben wir alles geholt. Dann ist alles fertig. Oh, das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Also wenn ja irgendwann mal ein Update kommt, dann werde ich auf jeden Fall ja wieder diesen Account etwas häufiger spielen, den wir jetzt hier gerade vor uns sehen. Also Clanspiele, das kriege ich das nächste Mal hin. Zauberschwetten muss ich mich wirklich mal dran setzen, dass ich das mal hinkriege. Da ist ja echt noch einiges. Es geht mir auch gar nicht um die Gems, es geht mir um die Achievements. Oh, das wird so geil, das wird so geil. Aber Moment, können wir auf jeden Fall mal auf meiner Liste, zack, 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 kann ich mal einen Haken dran machen. Und zwar ein weiterer Punkt auf meiner Liste. Das Training. Mache alle Trainingslevel. Und wie wir das sehen, fehlt mir noch einer. Meisterin des Rings fehlt mir nämlich noch. Oh ja, ja, bitte. Ich möchte den Loot auch haben, natürlich. Gibt nochmal schön 700.000 von beidem und 7.000 Dunkles. Das kann ich natürlich auch ganz gut gebrauchen. Aber ich muss unbedingt bei den Saisonherausforderungen alles holen. Also alles, was aktuell offen ist, muss ich holen. Damit ich unbedingt die Bücher bekomme. Also Buch des Kampfes, glaube ich. Buch des Bauens. Buch der Zauber. Buch der Helden gibt es, glaube ich, am Ende. Und da kommen die Eisgolems schon raus. Ich kann übrigens diesen Level kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, den mal zu spielen, auch mal ohne Hilfe. Denn der ist richtig gut, um halt Hybrid zu lernen. Hybrid ist immer noch eine sehr starke Taktik. Und ja, die kann man tatsächlich hier immer noch sehr gut üben. Das ist auf jeden Fall richtig. So, wir zoomen mal raus. Was natürlich jetzt Sinn der Sache ist, hier bei dieser Taktik ist, dass wir da schon mal eine Seite aufräumen. Bedeutet, der Elektrodache räumt da vorne auf, Golem und die Belagerungskaserne räumen jetzt hier auf. Die Königin wird jetzt gleich da ein bisschen rübergehen noch. Da brauchen wir irgendwann wahrscheinlich noch, ja, die Mauerbrecher haben wir noch zur Verfügung und dann sollte das laufen. So, gucken mal, die Königin ist immer noch eingefroren. Jetzt kommt der erste Wutzauber drauf auf der Dingen da vorne und jetzt ein Mauerbrecher hinterher. So, und bring, ist noch nicht ganz aufgegangen. 1, 2, 3. Hinterher und jetzt nochmal ein Wutzauber da vorne drauf, damit natürlich die Königin da in die Mitte reingeht und sich schon mal die gegnerische Königin holt und schon mal vielleicht auch schon mal das Streukatapult holt. So 11 Stück. Wo ist der Warden? Ich wollte gerade sagen, da ist er. Wo sind die Hawks? Da sind sie. Wo ist die Gladi? Hallo, Gladi. Gladi? Ja, da bist du doch. So. Königin ist jetzt im Radius von dem... Königin, hallo, darf ich dich mal gleich zünden, bitte? Königin. Ja, die Trefferpunkte der Bogenschützenkönigin sinken, aktiviere ihre Fähigkeit. Ding, 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 ding. Es wird auch irgendwann mal wieder neue Level geben. Das haben sie gesagt, aber sie haben jetzt noch nicht gesagt, wann. So. Jetzt gucken wir mal. Der Warden, ja, ich muss den Rest jetzt alleine machen. Das ist ein Problem. Ich muss den Rest jetzt wirklich alleine machen. Das ist ja unfair. Das ist ja wirklich sehr unfair. So. Oh, nein, die Königin ist mit draufgegangen.
Ich habe gerade gar nicht mehr drauf geachtet. Ich habe gerade überhaupt nicht mehr drauf geachtet, wo ich überhaupt irgendwas habe. Aber egal. Vielleicht schaffen wir es trotzdem noch. Ist da noch irgendwas übrig? Kriegen wir das Rathaus wenigstens noch? Bitte, 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 Rathaus. Ja. Mir fehlt noch ein bisschen Loot. Also es zählt nicht als geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Ich hab's jetzt noch nicht fertig. Das zählt nicht. Müsste ich eigentlich nochmal ran. Vor allem die 7000 Dunkles. Die sind ja in dem Lager drin, was eigentlich leer ist. Ja, würde ich da nochmal irgendwann machen. Mache ich offscreen nochmal, wenn ich nicht aufnehme. Da kann ich mich besser konzentrieren. Ja, macht halt noch. Ja. Kampf beenden. So, tschüss. Ja, den Rest holen wir uns nochmal irgendwann ab. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir weiter. Aber erstmal muss ich das natürlich wieder auf meiner Liste abhaken. So. Training beende definitiv. Dann. Ein Punkt, den man auch auf jeden Fall machen sollte, ist in Legend gehen. Ja, einmal die oberste Liga in Clash of Clans erreichen. Mein bestes Ergebnis 5170. Das ist, naja, es ist jetzt nicht geil. Was haben wir jetzt hier? Ich wurde wieder eingeladen, aber ich kann noch nicht. Kann noch nicht rüber. Wir haben nämlich noch hier CWL. Ja, also prinzipiell würde ich schon mal, nee, was rede ich? Ich möchte nicht pushen. Was ist überhaupt für ein Sinn? Das ist, meiner Meinung nach, das ist total sinnlos. Ehrlich, meiner Meinung nach, klar, viele Leute lieben es zu pushen. Ich mag es nicht. Ich finde es total sinnlos und langweilig. Und es macht mir überhaupt keinen Spaß. Was erzähle ich denn? Ich will mal pushen. Ich will überhaupt nicht pushen. Das Gegenteil, ich will farmen. Pushen, das interessiert mich nicht die Bohne, ob ich jetzt 5000 oder 5800 habe. Du musst nur einmal über 5000. Das wollte ich machen. Ich wollte einmal über 5000. Das habe ich gemacht mit diesem Account, mit dem anderen ja sowieso. Aber da fehlt auch einfach irgendwie der Anreiz oben. Das weiß ich nicht, das sollten sie mal überarbeiten. Einfach mal so ein paar Zwischenstufen einzubauen, wo es noch ein paar Belohnungen gibt, das kenne ich von Clash Royale, dass du immer wieder einen Ansporn hast, noch ein bisschen höher zu gehen, das gibt's hier einfach nicht. Also, ob du dann wirklich 5200, 5300, 400 hast, das ist vollkommen egal. Es gibt keine Belohnungen, du kannst nichts mit den Legend-Pokalen oder mit den Medaillen, kannst du eh nichts machen. Oh Gott, den nehmen wir mit. Also es ist, im Endeffekt, es ist komplett egal. Und das ist im Endeffekt das auch, was mich aufregt, dass das Spiel einem keinen Anreiz gibt, da was zu machen. Denn es würden ja wahrscheinlich noch viel mehr Leute pushen, wenn sie einen gescheiten Anreiz hätten dazu, mal höher zu gehen. Aber den gibt es nicht. Und das ist das Problem, Leute. Genau. Wir brauchen viel Dunkles übrigens. Es sind auch noch 600.000 Gold da. Wo? Wo bitte ist Gold? Da. Da ist noch Gold. Warte. Jetzt sind es immer noch 6.000. Jetzt sind es immer noch 600.000. Das hat irgendwie gerade gar nichts gebracht. Wir können auf jeden Fall die schon mal benutzen, dass wir da mal fertig werden. So, und dann lenken wir mal eben ein bisschen ab. Gehen mal einmal ganz hier durch. Müssen wir die Helden gleich mal einmal boosten, befürchte ich. Ja, auf jeden Fall. Zack. Und zack. Und zack. Und jetzt. Noch nicht. Jetzt. So. Oh, die Heilerin. Dankeschön. Die Heilerin darf ich noch hinterher setzen. Dankeschön. Sehr nett. Er hat keine Katapulte. Ich brauche halt einen Stern erstmal. Wenn wir den Stern haben, dann zählt auf jeden Fall das schon mal für die Quest. Oh, das Dunkle bitte auch noch. Bitte das Dunkle. Die Zauber muss ich eh loswerden eigentlich, ne? Ja, können wir machen. Können wir machen. Aber wir haben den Stern jetzt gleich. Stern ist am Start. König ist gezündet. Die Frage ist jetzt, wo ist noch Gold? Da ist noch Gold. Das, meine Freunde, kann ich nicht liegen lassen. Nein. Oh Gott, sollte man nicht machen, so viel auf einmal bauen. So viele Dinge auf einen Fleck zu setzen, nicht gut. So, ja, gib mir Gold. 220.000 Rest. Ja, das wird jetzt gleich dauern, bis die Helden wieder fertig sind, aber ist egal. Ich lasse die Königin jetzt auch noch durchlaufen. Ist auch in Ordnung. Oh, Krankenwagen hinter mir. Ich höre gerade einen Krankenwagen hinter mir. Gefährlich? Nein. So, wir gucken mal. Das ist noch in Ordnung. Die Königin holt sich jetzt so ein bisschen was. Ja, jetzt schon ist sie doch. So. Ist sehr gut. 900.000. Aber mir fehlt die Zeit. Hier. 3 Tage, bis wieder was fertig ist. Das ist natürlich viel zu lang. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. So, die Truppen sind soweit fertig. Das lassen wir auch mal. Die alte Farmtaktik ist auch wieder am Start, so. Und dann werfe ich mal einen Blick auf meine Liste, was denn da noch so fehlt. So, das kommt weg. Was fehlt hier noch? Legend League haben wir. Oh, ich habe noch einen Punkt.
Wir haben noch einen Punkt. Und zwar, wenn ich gerade auf die CWL gucke, die perfekte Woche. Die perfekte CWL-Woche. Nicht nur, dass dein Clan alles gewinnt. Nur erstmal einen Schluck Kaffee da drauf. Moment. Nicht nur, dass dein Clan alles gewinnt. Nein. Dass du, ja, die maximale Ausbeute holst, aber bitte gegen Dörfer deines Levels. Wenn wir drauf gucken, ich habe jetzt 6x6 Angriffe, 15 Sterne, da kommt aber noch was bei, dann habe ich 7 Angriffe, 17 Sterne. Das ist in Ordnung. 21 wäre halt geil gewesen, aber das schafft auch Zeckenspray oben nicht mehr. Aber halt bitte gegen, halt gegen Dörfer, die auch, warte mal, lol, ich habe 100 geholt? Wo's? 8 waren 12er. Das würde ich dann zum Beispiel nicht zählen. Also das waren Rathaus 12er, ich bin ein Rathaus 13er. Ich meine, es war easy peasy, Go Hawk Action. Ich liebe Go Hawk. Ich habe sogar jetzt vor kurzem fast einen 13er mit Katapulten mit Go Hawk zerlegt. Ich liebe Go Hawk. Also das ist wirklich eine Taktik, die mir wirklich sehr liegt, die ich auch sehr gerne spiele. Aber ja, es zählt halt nicht. Es zählt halt nicht. Würde ich jetzt zumindest niemals zählen, weil es ist halt ein 12er. Und es war auch nicht mal knapp. Und er hatte keine Clanburg. Von daher würde ich den jetzt hier dann nicht zählen. Das würde dann wäre dann keine perfekte Woche für mich. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal hattet. Natürlich Ergänzungen zu diesen Punkten, die ich aufzähle, immer gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Natürlich. So, 100%. Und wir sind, glaube ich, gleich... Nein, wir sind noch nicht ready. Ich brauche nochmal 5 Gems. Und nochmal 5 Gems. Ich freue mich schon so, wenn die CWL vorbei ist und ich meine Medaillen bekomme für die Trainingstränke. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich brauche hier alles. Ja, das werde ich... Yes, 1350, wir brauchen noch viel mehr. Supertrank, Jawolski. Ja, erstmal hier, Forschung, Ausbildung, Bauarbeit, da brauche ich auch nochmal irgendwann. Hier, da, so bei 2100, da wird es dann lustig, das sind aber auch nochmal richtig viele Punkte, die mir fehlen. Aber wir wollen es dann noch eben den Level fertig machen, dauert noch 5 Minuten, bis gleich. So, ich bin schon einmal wieder da und wir gucken mal drauf. 8 Sekunden, ja, 8 Sekunden dauert das jetzt noch. Wir haben unsere Truppen, wir haben den Mauervernichter, wir haben die Clanburg. Giftzauber weiß ich gar nicht, ob es bei dem Level überhaupt was gab zum Vergiften. Ich bin mal echt gespannt. Wie gesagt, warte mal, das war der nicht. Aber wir gucken uns den trotzdem mal eben an. Ach, der, ja, hier, wo das ganze Zeug rauskam. Ja, wir brauchen mehr Einzelspielermissionen, wir brauchen auch mehr Challenges. Wäre ich auf jeden Fall für. So, aber jetzt Belagerung. Das ist auch nochmal gar nicht mal so schlechter Loot, muss man sagen. So, ich habe leider keine Gladi. War das der Level, wo außen so viele Sachen waren? Ja, das ist schon mal die erste Falle, macht aber nichts. Es gab irgendein Level, wo auch außen noch so richtig viele Luftfallen und so waren. Ich weiß aber nicht, ob das dieser hier war. So, guck mal. Na, der Warden ist auch wieder nicht gut positioniert. Die Königin ist allerdings noch im Radius. So, das kann ich schon mal zünden. König kümmert sich, ja, okay, der Inferno-Turm ist schon mal weg. Gut. So, die Königin ist jetzt im Radius. Die wird auch gleich draufgehen. Eins. Aha. Warte. Vielleicht kriegen die, wenn die noch kriegen, dann wäre das ja gut. Wir haben eh kein Zeitlimit. Das ist ja auch schon mal gut. So. Komm. 1, 2, 3. Das wird reichen. Ich will noch nicht zu viele setzen. Ich habe Angst, dass die Adler der sich gleich schon meldet. Ach, guck mal, der König. Ah, okay. Ich hatte es wohl ein bisschen unterschätzt, wie hoch die Helden bei mir sind mit Level 65 und 67 und 39. Das wird reichen. Und zwar jetzt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jetzt sind sie leicht offen. Wir warten noch. Wir setzen noch einen dahin. Fliegt, meine Freunde, fliegt. Oh, da ist schon eine Luftfalle. Macht aber nichts. Wir haben ja einen Giftzauber dabei. Oh, das ist noch eine. Ah, fliegt euch alle in den Giftzauber rein, Leute. Fliegt da euch alle rein. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, haben wir den nächsten weg. Die Adler, der erstmal weg ist, dann ist schon mal der größte Teil sowieso. Dann haben wir eh gewonnen. So, komm. Ja, da noch rüber. So. Und jetzt mache ich das ganz geschickt und setze die beiden dahin. Ding, 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 ding. Und jetzt passt das sowieso. Jetzt haben wir sowieso gewonnen. Haben noch einen Hund übrig, haben noch 20 Loons übrig, haben noch 4 Zauber übrig. Es hätte auch mit weniger gereicht. Guckt euch mal die Hunde an. Die sind ja nicht mal aufgeploppt. Oh, jetzt aber schnell.
Jetzt aber schnell rüber, Leute. Jetzt aber richtig schnell rüber. So, 100% und weitere 2 Sterne. Nicht 3. Ich hatte ja schon einen Stern geholt, glaube ich, ne? Was fehlt mir jetzt noch? 212. Oh Gott, das sind immer noch viele. Will ich die auch noch eben machen? Ja, komm. Oder ich habe zwar keine Clan-Truppen. Oder die holen wir uns eben noch. Komm. So viel Zeit muss sein. Wir fragen mal einmal nochmal an. Ohne Helden, ohne alles. Wir probieren es. Mit ganz vielen Schleichkobolden. Oh Gott. Na, das wird lustig. Das wird lustig. Aber wir haben jetzt Truppen erhalten. So, Truppen sind da. Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht klappt es ja so. Da sprengen wir mal auf. Da springe ich auch mal auf. Aber da ist auch nichts zu holen, ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau war mit den Schleichern. Boah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich niemals. Da sind ja, ich erinnere mich. Nein, 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 nein. Kriege ich so nicht hin. Ist aber auch egal. Wir können ja nochmal drauf gucken auf meinen Zettel. Kobold-Mission, 2 Milliarden Farmen, Achievements, Dorfmaxen, Training beenden, Legend League und die perfekte CWL. Und für weitere Folgen, Clash of Clans. Ja, abonniert den Kanal, gebt den Creator-Code MBF ein und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.